Der Start zu unserer Andalusienreise ist geglückt. Und somit begrüße ich euch mit einem Grüezi, Servus und Hallo zu Kapitel 2 unserer Reise. Heute fahren wir von Almería nach Almuñécar. Ein Teil der Route führt dabei ins bergige Inland, wo wir eine Weile auf unbefestigten Straßen fahren werden. Nach dem 1280 Meter hohen Puerto de Asadelino geht es kurz an die Küste, um dann in einem großen Bogen Almuñécar anzusteuern. Mit 275 Kilometern gehört die heutige Tour zu der längeren auf unserer Reise. Daher sind wir zeitig losgefahren. Unser erstes Ziel ist der Mirador Monte de Carmen, welches beim kleinen Dorf Felix liegt. Von dort geht es dann Offroad weiter. Von hier oben hat man eine beeindruckende Aussicht auf die Tausenden von weißen Gewächshäusern. Rund 31.000 Hektar der andalusischen Provinz Almería sind damit bedeckt. Ein Plastikmeer so groß wie Malta. Almería wird daher auch Europas Gemüsegarten genannt und sorgt damit, dass die Regale der Supermärkte in unseren Ländern das ganze Jahr über mit frischem Gemüse gefüllt sind. Wir verlassen das Dörfchen Felix. Kurz nach den letzten Häusern endet die asphaltierte Straße und ein unbefestigter Weg führt ins bergige Inland. Die Strecke ist, obwohl unbefestigt, sehr gut zu befahren. Jeder, der eine Reiseenduro hat, kann diese Straße problemlos befahren. Ich selber habe keine großen Offroad-Erfahrungen, doch ich fühlte mich nie überfordert und dies, obwohl wir zu zweit und mit Gepäck reisen. Wir erreichen den auf 1423 Meter über Meer liegende Balsa de la Chanata, ein kleiner Bergsee, der, sagen wir es so, bei uns eher als Weiher oder Tümpel durchgehen würde. Wenn er Wasser führt, kann er bis zu 40 Meter breit werden und an die 2 Meter Tiefe erreichen. Aufgrund seiner Höhenlage ist er im Winter oft zugefroren und im Sommer trocken. Thank you.
Wenige Kilometer von La Giannata entfernt liegt die Kapelle Ermita San Saturnino. Weshalb diese hier so abgelegen erbaut wurde, konnten wir leider nicht herausfinden. Die Landschaft ist beeindruckend. Der Boden ändert immer wieder seine Farbe, von rotbraun über grau-weiß oder auch gelbbraun. Die Hügel sind meistens mit kleinen Büschen bewachsen. Größere Bäume findet man hier nur ganz selten. Es ist bereits nach 13 Uhr und wir haben erst knapp 70 Kilometer absolviert. Für die fast 40 Kilometer Offroad haben wir doch länger benötigt als gedacht. Und dies nicht nur wegen den 2-3 Stopps. Zeit wieder auf die asphaltierte Straße zu wechseln. Zwischenzeitlich knurrt der Magen und ein kleiner Hunger stellt sich ein. Einige Kilometer weiter finden wir eher per Zufall das Restaurant Sherin. Ein typisch spanisches Lokal mit einer großen Auswahl an Speisen und vor allem zu vernünftigen Preisen. Das Tagesmenü kostet 12 Euro pro Person inklusive einem Getränk. Es ist 3:30 Uhr, als wir das Restaurant verlassen. Es sind immer noch 170 Kilometer bis Almuñécar, also nichts wie los aufs Motorrad. Obwohl wir nach dem üppigen Mahl unter einem schattigen Baum lieber eine Siesta machen würden. Dass Andalusien ein Problem mit Wassermangel hat, ist hinlänglich bekannt. Trockene und regenarme Sommer in Kombination mit einer unzureichenden Wasserversorgung und einer hohen Nachfrage nach Wasser für die Landwirtschaft und Tourismus fördern den Mangel. Die Stausees im Landesinnere sind jetzt Ende April bereits halb leer, in einer Zeit, wo diese eigentlich voll sein müssten. Thank you.
Wir nähern uns der Küste und unser Ziel ist auch nicht mehr so weit entfernt. Ein kleiner Mirador lädt uns jedoch zu einer kleinen Pause ein und wir genießen den Blick in die Ferne. Es ist zwischenzeitlich schon fast 8 Uhr abends, als wir endlich den beliebten Touristenort Almuñécar erreichen. Im Hotel überrascht uns dann die Empfangsdame mit einem Zimmer-Upgrade inklusive einer gekühlten Flasche Cava und einigen kleinen süßen Köstlichkeiten. Keine schlechte Art und Weise, um den Tag zu beenden. Bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen um die 25 Grad lassen wir Almuñécar hinter uns und steuern die Berge im Landesinnere an. Wir fahren entlang des Naturparks Sierra de Tejada, um am Nachmittag dann über den Puerto del Sol und Puerto de León Málaga anzusteuern. Da wir nur 200 Kilometer vor uns haben, hatten wir es mit dem Frühstück nicht allzu eilig. So sitzen wir erst gegen 10 Uhr auf der Maschine und starten in den Tag. Die Sierra de Tejada erstreckt sich über eine Fläche von etwa 40 Kilometern. Sie ist für ihre beeindruckende Landschaft, den hohen Berggipfeln, den tiefen Schluchten und den kristallklaren Flüssen bekannt. Eine üppige Vegetation bedeckt die Region, darunter auch Pinienwälder,
Eichenwälder und mediterrane Sträucher. Wir erreichen den Stausee de los Bermejales, der in den 1980er Jahren gebaut wurde, um die Wasserversorgung der Region zu verbessern. Leider ist auch hier der akute Wassermangel gut zu erkennen. Auf den Straßen herrscht wenig Verkehr. Ab und zu begegnet uns ein Fahrzeug. Motorräder sind fast keine unterwegs. Was uns doch etwas überrascht, eignet sich doch die Strecke zum gemütlichen Cruisen. Gelegentlich staune ich selbst über meine Routenplanung. Wo zum Geier führt denn diese Straße hin? Meistens hat das Ganze ein Happy End. Doch das eine oder andere Mal mussten wir auch schon wenden und eine andere Route wählen. Dieses Mal geht aber alles gut und wir erreichen nach einer kurzen Weile wieder die Hauptstraße. Horizont ist unser Tagesziel bereits zu erkennen. Malaga. Nur noch wenige Kilometer trennen uns und wir haben unser heutiges Ziel erreicht. Für die nächsten 3 Tage werden wir hier unser Lager aufschlagen.
Am Ruhetag werden wir die Heimatstadt Picassos erkunden und dann auch einen kleinen Ausflug in die nähere Umgebung Malagas machen. Willkommen in Malaga, bekannt für seine historischen Sehenswürdigkeiten und Geburtsstadt des berühmten Malers Pablo Picasso. Zweitgrößte Stadt Andalusiens und einer der wichtigsten Urlaubsziele der Iberischen Halbinsel. Während unserem heutigen Ruhetag erkunden wir bei schönstem Wetter die Stadt und besuchen verschiedene Sehenswürdigkeiten. Uns hat diese lebendige Stadt sehr gut gefallen. Vor allem in der Innenstadt ist auch unter der Woche einiges los. Hier einige Tipps ohne Gewähr auf Vollständigkeit.
Wenn man den Abend gemütlich in einem Restaurant am Hafen verbringen möchte, empfiehlt sich der Muelle Uno, eine neu gestaltete Hafenanlage unweit des Leuchtturms von Malaga mit seinen vielen Gaststätten. Ein Muss ist der Besuch im berühmtesten Restaurant Malagas, El Pimpi. Es befindet sich in einem historischen Gebäude im Herzen der Stadt und ist bekannt für seine traditionelle andalusische Küche. Wir sind immer noch in Malaga, wollen aber heute mit leichtem Gepäck die Gegend mit dem Motorrad erkunden. Nach dem Frühstück verlassen wir Malaga Richtung Westen und fahren dann in einem Bogen Richtung Norden. Im Vorfeld unserer Reise hatten wir eigentlich einen Besuch des berühmten Caminito del Rey eingeplant. Nun ist es aber so, dass dieser einzigartige Felsenweg zwischenzeitlich zu den meistbesuchten Orten in Andalusien gehört. Eintrittskarten sind nun noch online verfügbar und je nachdem kann es sein, dass gewisse Tage, Wochen oder auch Monate relativ schon früh ausgebucht sind. Zu unserem Pech waren alle Eintrittskarten bereits eine Woche vor unserer Ankunft in Malaga ausverkauft. So blieb uns nichts anderes übrig, als auf die kleine Wanderung zu verzichten. Vom Mirador Tajo Encantada sieht man den gleichnamigen Stausee. Hier unten befindet sich auch der Ausgang des Caminito del Rey. Thank you.
Nach knapp 190 Kilometern nähern wir uns wieder Malaga. Morgen geht es weiter Richtung Süden. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit unserer Reise weitergeht, abonniert doch den Kanal. Wir sagen hasta luego und würden uns freuen, euch beim nächsten Kapitel erneut begrüßen zu dürfen.